Ein 3-jähriger Junge aus Israel hat das Leben zweier Kinder gerettet. Eines davon war ein 10-jähriger Palästinenser. Noam Naor wurde für klinisch tot erklärt, nachdem er aus einem Fenster gefallen war. Seine Eltern spendeten trotz der großen Trauer beide Nieren ihres Sohnes. Die Transplantationen verliefen erfolgreich. Gesundheitsminister Yael German bezeichnete die Familie des 3-Jährigen als großzügig und eine Inspiration für sie alle. Die Eltern erklärten, für sie habe es keinen Unterschied gemacht, wer die Niere ihres Sohnes erhalten würde.